Was soll nur geschehen? Das nächste Turnier wird ausfallen. Ja, also da können wir uns auch nicht anmelden. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes noch triggern. Mit dem Bodybuilder haben wir noch gar nicht gesprochen. Was? Ein Stromausfall im Kolosseum? Das ist nicht witzig. Ich weiß genau, dass ich beim nächsten Turnier endlich gewinnen werde. Ich meine nicht, dass ich bei einer Wahrsagerin gewesen wäre oder so. Versteht mich also nicht falsch. Ja. Hallo? Seltsam, oder? Seit eben drehen sich noch die Flügel in der Windmühle nicht mehr. Was da wohl los ist? Vielleicht eine Panne oder so? Mysteriös. Ja, immer noch verschlossen. Mit denen habe ich noch gar nicht gequatscht. Schrecklich, der Stromausfall hat im Kolosseum bestimmt eine Panik ausgelöst. Ein Streit zwischen Grant und Slam? Nein, Slam würde Grant niemals verraten. Nie verraten, meine ich. Ja, also langsam gehen mir die Ideen aus. Wo ging es hier nochmal rein? Ach stimmt, dieses Haus mit den zwei alten Leuten. Ja, ich gehe noch mal kurz raus. Nee. Irgendwie nicht. Nee, okay. Es muss auf jeden Fall irgendwas im Pyritus sein. Aber mir gehen langsam echt die Idee aus. Ich weiß nicht mehr weiter. Gott. Ist halt auch ewig her, als ich das Spiel mal wieder gespielt habe. Fortune Telling, da war ich auch. Ja gut, das ist halt die Wahrsagerin. Und da ist nur dieser olle Typ. Dem scheinbar schon seit Stunden gesagt wird, dass er eine Frau ausgezogen ist. Du darfst die Queen aber nicht verraten, dass wir hier sind, okay? Das hätte ich gar nicht erst angesprochen, Schlaumeier. Zellenschlüssel. Benutzt. So. Geht raus, ihr Affen. Nee, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht weiter. Ich meine, der Zellenschlüssel, der lag doch sicher nicht ohne Grund hier rum. Ich meine, nur für die TM da, das kann ich mir nicht vorstellen. Interessant, interessant. Ein Hotel vielleicht. Nö, da waren wir auch schon das letzte Mal. Also gut, dann. Vielleicht muss ich ja nochmal mit dem Typi reden, der das Rad überhaupt gedreht hat, die ganze Zeit. Wenn das Kolosseum keinen Strom hat, verliert die Stadt ihre wichtigste Einnahmequelle. Such bitte das Zahnrad, das Slam gestohlen hat, das wäre wirklich wichtig. Ja, das ist eigentlich nochmal genau derselbe Spruch wie vorher auch. Nee, also ich weiß gerade nicht weiter. Ich weiß auch nicht, wo dieser Slam sein soll. Na, geh weg. Nee. Dann gehe ich nochmal hinter das Regal. Ich habe mit dem einen anderen Jungen noch gar nicht gesprochen. Falls es ein Junge sein soll. Gerade deshalb leider tief im Inneren des Gebäudes, in dem die Kerle
Hä? Ha, ihr seid ihr schon wieder? Ich habe mich. Ich hab. Was habe ich mich erschreckt? Mann! Wegen die Queen steckt Grant in ziemlichen Schwierigkeiten. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Nö, hier ist irgendwie nichts. Keine Ahnung. Dass ich mit den Trainern sprechen muss, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, also langsam. Das Tor ist verschlossen. Nö, nö, irgendwie nicht. Ich habe jetzt wirklich mit jeder Person hier gesprochen. Was muss ich denn hier triggern? Okay, mit dem da habe ich noch nicht gesprochen. Was ist hier los? Gerade lief die Anmeldung für das nächste Turnier. Na gut. Seltsam. Komm. Heute noch bitte. Dankeschön. Ich weiß echt nicht weiter. Das ist wirklich sehr, sehr ominös gerade. Und Kale? Was sagt Kale inzwischen? Es heißt, hinter die Queen steht noch ein viel größerer Irrer und zieht die Feen im Hintergrund. Ihr solltet euch nicht zu tief in die Sache verwickeln lassen, wenn euch etwas an eurer Gesundheit liegt. Na sowas. Was ist los? Was geschieht hier? Was ist denn nur passiert? Der kleine Slam ist aus der Stadt abgehauen und er war richtig in Eile. Ach so, okay, also er ist nicht mehr im Pyritus. Ihr seid doch bestimmt die neuen Handlanger von die Queen. Los, verschwindet, ich habe sowieso kein Schutzgeld für euch. Okay. Gut, Slam ist abgehauen, aber wohin? Das wurde jetzt nicht gesagt. Vielleicht ist er ja in der Wüstenbar. Ich muss ohnehin mal dahin gehen, ein paar neue Pokébälle kaufen. Bietet sich also an. Da ist Biker Willy. Nur hier ist er nicht, aber ich kann jetzt mal ein paar Superbälle kaufen. Kaufen. Superball. Ja. Na, da kann ich auch nicht viele kaufen von. 5 Stück maximal. Naja. Stimmt, hier hat man so sauschlecht Geld verdient. Das weiß ich noch. Nee, also langsam gehen mir die Ideen aus. Ein Penak vielleicht? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, da war auch nichts mehr eigentlich. Storymäßig. Ah, oh, die Musik ist so schön. Hast du schon gehört? Ja. Schrecklich, nicht wahr? was? Hast du schon gehört? Nein. Soll jetzt nicht so leichtsinnig sein. Ich habe gehört, dass sich Typen von Team Krall in der Gegend herumtreiben. Eine furchtbare Vorstellung. Ich muss aufpassen, dass sie nicht meine kostbaren Pokémon krallen. War nicht sogar er letztendlich einer, der sich versteckt hat? Hmm.